Hallo, wenn du wissen willst, was ich im Müller, im DM und auch bei Douglas Online gekauft habe, dann bleib doch einfach dran. Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin die Dani. Ich wollte euch zeigen, was ich so die letzten Wochen eingekauft habe. Es waren Dinge dabei, die ich brauchte, es waren Dinge dabei, die ich noch nie ausprobiert habe, die ich ausprobieren wollte. Und wir legen jetzt einfach sofort los. Ich war in Müller, in DM, Ross und online bei Douglas. Und fangen wir jetzt einfach mal mit DM an. Ich habe diese drei Aquasprays mitgenommen, also ein Backup. Und zwar habe ich es gekauft. Und in der Zeit, in der wir unter dieser brüllenden Hitze hier in Deutschland gelitten haben, also es war wirklich sehr, sehr heiß. Ich habe schon ein paar Flaschen aufgebraucht gehabt. Mittlerweile hat sich das alles fast normalisiert hier vom Wetter her und von daher werde ich das wohl als Backup für nächstes Jahr anwenden, auch bewahren. Und zwar, ich bin einfach drüber gegangen mit dem Aquaspray übers Gesicht. Und man muss dazu sagen, das war auch die Zeit, wo wir umgezogen sind. Und ihr könnt euch vorstellen, unter der Hitze einen Umzug zu machen, ist nicht empfehlenswert. Dann ist mir mein Micellwasser ausgegangen, beziehungsweise geht bald auf. Und deswegen habe ich mir ein Backup geholt. Das ist von Garnier Skin Active Micellenreinigungswasser All-in-One. Entfernt auch wasserfestes Make-up. Ich nutze es immer. Ich habe immer noch nichts Vergleichbares gefunden. Ich habe einiges ausprobiert und solange ich nichts anderes finde, bleibe ich auch bei dem hier. Dann habe ich mir auch ein Backup geholt von dem Rasiergel von Balea. Nutze ich auch immer. Diesmal in der Duftrichtung Exotic Coco, duftet nach Kokos und Frangipani. Habe ich auch immer im Backup. Dann habe ich was Neues entdeckt von Langhaar-Mädchen. Langhaar-Mädchen, die Firma ist da nicht neu, aber die bringen ab und zu mal neue Produkte heraus. Und jetzt habe ich hier gefunden ein Leichtcamp-Spray. Wo habe ich denn das andere von Schwarzkopf? Das habe ich im Aufgebraucht-Video schon einmal vorgestellt. Und genau, deswegen habe ich das hier mir geholt von Langhaar-Mädchen, weil ich es ausprobieren wollte. Ich war mit dem Schwarzkopf Got2Be Haarentwirrer sehr, sehr zufrieden. Aber ich möchte von Schwarzkopf so ein bisschen wegkommen und deswegen bin ich gespannt, ob das hier von Langhaar-Mädchen auch sehr gut ist. Vom Duft her finde ich es besser als dieses Schwarzkopf Produkt. Ist nicht so süßlich penetrant. Ich bin gespannt und werde darüber berichten. Und das zweite Produkt, was ich von Langhaar-Mädchen mitgenommen habe, ist der Ansatzbooster. Und zwar wünsche ich mir hier oben ein bisschen mehr Volumen. Und dann wollte ich das mal ausprobieren. Das nennt sich Ansatzbooster, Volumenliebe, extra Volumen und mehr Griffigkeit. Weil es so warm war, habe ich mir nicht nur diese drei Aquaspace mitgenommen, sondern habe das hier entdeckt und wollte es ausprobieren. Das ist auch ein Aloe Vera Gesichtsspray. Jo, was man dann einfach bei Bedarf aufs Gesicht sprüht mit Hydrokomplex für normale und Mischhaut. Ja, ich weiß nicht, ob ich brauchen werde, benutzen werde. Vielleicht bei heißer, bei trockener Heizungsluft kann das auch helfen. Mal schauen. Dann habe ich mich mit Masken eingedeckt. Ich liebe Tuchmasken oder ich verwende sie sehr gerne. Viel lieber als diese Cremepasten, die man sich aufs Gesicht schmiert. Und von daher habe ich mir die hier geholt von Hydrabomb. Wie heißen die? Hydrabomb Tuchmaske für die Nacht. Intensiv, regenerierend und feuchtigkeitsspendend.
Müde, auch empfindliche Haut, Tiefseewasser, Kornblumenextrakt, Hyaluronsäure, also alles mit dabei, was der Haut gut tut. Bin mal gespannt, ich weiß es nicht. Also Garnier, die haben eigentlich relativ gute Masken. Wobei ich sagen muss, ich habe in der Naturkosmetik keine guten Masken gefunden bisher. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen, warum kann die in der Naturkosmetik keine vernünftigen Masken herstellen? Das frage ich mich. Zumindest Masken, die ich ertragen kann oder vertragen kann. Deswegen habe ich mir auch noch eine Maske geholt von Garnier, und zwar ist das die Hydra-Bomb-Tuchmaske intensiv straffend und feuchtigkeitsspendend mit Traubenkernextrakt. Und dann habe ich noch von Garnier eine Augentuchmaske mitgenommen. Fand ich auch sehr, sehr interessant. Also eine Tuchmaske, die man sich wirklich nur hier in diesem Bereich auflegt. Auf die Schnelle finde ich das gut. Das heißt, man hat nicht das ganze Gesicht mit einer Maske belegt. Meistens ist es ja so, dass das alles, dass man da so nichts Großartiges machen kann mit einer Tuchmaske auf dem Gesicht. Und so habe ich halt nur einen Teilbereich. Und ich werde es austesten. Außerdem habe ich dann von Shabans mitgenommen die Hydro-Gel-Maske, 3 Stück, Anti-Age-Booster, aktiviert die Zellen, glättet die Haut, verbessert die Elastizität und auch mit Fruchtsäuren und Hyaluronextrakt und so weiter für alle Hauttypen. Das ist eine Maske, ich glaube, die ist zweigeteilt. Wenn man das hier so erkennen könnte, da müsste ich, glaube ich, mit meinem ISO wieder runtergehen. So, dass sie zweigeteilt ist, irgendwie, keine Ahnung. Ja, und ich bin mal gespannt. Dann machen wir weiter mit Biore. Ich habe davon schon die 1-Minute-Maske, Thermomaske ausprobiert und bin begeistert. Und jetzt wollte ich mal, ach, da ist sie ja schon, genau, das ist die Aktivkohlemaske, aber die gibt es auch im großen Pack. Und das hier ist, erst Step 1, also diese Aktivkohlemaske, und Step 2 dann diese tiefenreinige Clear-Up-Strips, also das ist quasi ein Set. Und die weiß ich, dass die sehr, sehr gut funktioniert. Die Haut wird dann aufgewärmt, die Poren öffnen sich dann automatisch unter der Wärme. Und dann, wenn man dann noch mit diesen Nose-Strips drüber geht, kann das einen ganz, ganz tollen Effekt hervorrufen. Dann habe ich die hier noch entdeckt von der Firma Yuti. Das sind iPad-Masks, die man sich hier unten drunter legt. Da gibt es, glaube ich, auch von Balea, oder? Von Balea? Ich bin mir da jetzt nicht sicher, auch solche Masken. Weiß ich nicht, glaube ich. Und die habe ich als neu gesehen und die werde ich mal austesten. Diese blaue ist eine Deep Hydration Maske, also eine Maske für Feuchtigkeit. Und die rosane ist wohl eine für Energie. Ein frischer Kick, genau. Dann war ich im Müller und wollte mir meine Antmatics Augenbrauen Kaltwachs Enthaarungsstreifen kaufen. Da habe ich eine Review schon mal gemacht. Verlinke ich euch oben hier in diesem i und in der Infobox. Und da habe ich mir gedacht, probierst du erstmal die hier aus von Aveo, weil die sind erstens günstiger und ich weiß nicht, vielleicht finde ich die genauso gut und von daher habe ich die mir mitgenommen. Das ist mit Mandelöl, einfache und schnelle Haarentfernung, langanhaltendes Ergebnis bis zu 4 Wochen. Ich muss sagen, bei mir halt die 2 Wochen bis 3 Wochen, so ungefähr lange hält das bei mir mit den Antmatics Streifen. Das hier, das denke ich mal, wird genauso gut funktionieren und
Jo, da sind 20 Paar drin. Jo, ich werde mal darüber berichten im Aufgebrochen. Jo, dann gehen wir mal rüber ins Internet und nach Douglas. Und zwar habe ich online eine 20% Aktion genutzt, weil ich diese Produkte schon immer mal haben wollte und nur darauf gewartet habe. Die beobachte ich schon lange, die will ich schon immer haben, aufgrund YouTube-Rezensionen. Das habe ich so oft gesehen, das ist der Butter Bronzer von, die haben Physikin Formula, glaube ich, wie heißen die nochmal? Die Firma Physician Formula, genau. Und zwar ist das der Butter Bronzer und ich bin echt gespannt. Die Rezensionen sind, oder ja, Reviews sind durchweg gut. Dann habe ich mir, da schwärme ich schon Jahre für, den MAC Mineralize Skin Finish Highlighter geholt. Und zwar in der Farbe und in der Nuance Soft and Gentle. Ja, also ich bin super gespannt, wie der so ist, weil auch hier viele, viele geschwärmt haben über diesen Highlighter. Ich habe mir einen Herzenswunsch erfüllt. Ein Beauty-Herzenswunsch, genau. Und ich hatte den schon mal gehabt in der größeren oder in der Full-Size-Variante. Dieses Mal habe ich mir jedoch den Hoola Bronzer in der Mini-Variante geholt, weil ich finde, so viel Produkt braucht kein Mensch, da kann keiner aufbrauchen. Mein Hoola Bronzer, den ich damals hatte, den habe ich lange gehabt und gedacht, ich fand den gut und ich wollte den wieder nachkaufen, aber da war mir dann doch zu teuer und Mini-Preis und dann noch die 20%, da konnte ich nicht Nein sagen. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Wenn ja, dann lass mir doch einen Daumen nach oben, abonniere diesen Kanal, um keines der Videos zu verpassen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.